Herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge gesagt, willkommen bei Far Cry 3. Also, ich muss mich da ein bisschen dran gewöhnen. So, auf das L und losgeschippert. Hütte genau! Was, wer? Ah! Banapurs Lied. Perfekt. Warum machst du das? Was? Digga, ich hab dich freigelassen. Wie wär's mal mit Danke? Na gut, der hat's halt nicht geschafft, ne? Zitli! Falsche Götzen! Uff, okay. Pagame möchte alle Untertanen daran erinnern, dass religiöse Praktiken als Verbrechen gegen die Krone eingestuft werden. Gegen die Krone, damit ist er wahrscheinlich gemeint. Die Royal Army wird alle Bürger verhaften, die sich an Churten, Moneymühlen, Glockentürmen und anderen früheren Kulturstätten versammeln. Wenn in solchen Situationen den Anweisungen der Royal Navy nicht vorgetreu Folge geleistet wird, werden Zwangsmaßnahmen ergriffen. Gewaltakte gegen die Verteidiger der öffentlichen Sicherheit werden nicht toleriert. Möge Panama Minz Licht uns alle erleuchten. Der Arsch kann mal seinen Arsch erleuchten. Halt, da war was. Ah, runtergerissen. So, und jetzt auf das L. Bandandagela, Bandedegale. Goldelefant. Hui! Alter! Was eine Distanz! So, da ist die Kulturstätte und da müssen wir hoch. Irgendwie. Was habt ihr denn? Oh, das ist nur ein kleines Vöglein. Ja, wie komme ich jetzt hier rüber? Scheiße. Fahren wir mal mit Auto. Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und Soziale Arbeit. Er sagt's, Leute, habt ihr das gehört? Mein Dick heute! Oh, das mache ich jetzt. Wir haben 3 Fähigkeitenpunkte. Ich will den scheiß Elefant lernen. Elefantenreiten. Ihr halt noch mal einen Elefanten aufzusitzen oder von ihm abzusteigen. Drücke, um loszustürmen und Objekte zu zertrümmern. Er vom Gegner zu zerschmettern und zu werfen. Geil. Hey, Freund! Jawohl! Der Geile, ey!
Dum, 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 da, da, dum, da, da, dum. Hey! Komm her! Das ist zu geil. So, mein Freund, kommst du da durch? Oder da hoch? Ey, Kollegen. Ihr Blut klebt an Pagans Händen. Was? Ich hab neues Haustier. Der ist ja zu geil, der Elefant einfach. Wie ich den feier. Ich feier den jetzt schon. Vor allem den hält keiner so schnell auf, glaube ich. So, mein Freund, ich glaube, hier bist du nicht mehr... Das ist echt scheiße. Ich versuche nochmal dahin zu kommen. Es wird mir Spaß machen, euch zu töten. Das ist zu geil. Der ist zu geil, der Elefant. Schade. Ja gut, versuchen wir mal wieder da zurückzukommen. Und wenn dann irgendwo ein Auto auf der Map zu sehen ist, nehme ich das Auto, weil ich glaube, das Auto ist doch ein bisschen schneller als Elefant. Aber der ist schon geil. Der ist schon geil. Es ruckelt ein wenig. Und das schon permanent. Ein Auto. Ach ja. Da ist schon wieder so ein Deckswagen. Wir rutschen. Die beten da und wir. Oh, was war das denn? Da ist gerade ein MG losgegangen. Hilfe! Ich habe mich voll verirrt. Okay, komm, irgendwie komme ich da schon hoch. Gott, peinlich. Ach, nur ein Adler, gut.
greifen Adler eigentlich auch Menschen an in Real? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, wir sind schon mal auf der Höhe des Elts. Da hoch den Pfad. Ich gehe da jetzt hoch, das ist mir egal. Verdammt. Alter, das ist doch kein Adler, was da so schreit. Das ist ein Puma oder sowas. Das ist doch kein Adler. Ach, schau mal, da oben haben wir noch so eine Trommel. Die können wir uns auch noch gönnen. Oh. Büffel. Die ist außer Betrieb. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Fuck! Alter! Was? Alter! Jetzt bin ich... Das hättet ihr sehen müssen. Alter, warum trifft mich das Vieh trotzdem noch? Oder ist ein Bär? Alter, ist ja gut! Beruhig dich! Oh, Alter, mein Herz, ich bin von... Als ob mir jemand auf die Schulter geschlagen hätte. Ich bin so zusammengezuckt eben von oben hin. Wie bei so einem Auffahrunfall. Alter. Was? Shit, jetzt fängt der Bär auch noch an. Ich bin echt im falschen Territorium. Um zu diesem scheiß L seit 10 Folgen zu kommen. Was ist das denn? Koks? Alter, da kriegst du ja Paras, ey, boah. Hey, Jay, mein Kind. Ich dachte gerade, wir sollten kooperieren. Du und ich. Und nun hat die Vorsehung uns zusammengeführt. Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Das ist ein Psalm. Das heißt, gib als Soldat dein Bestes. Selbst wenn das bedeutet, dass du dafür in ein gottloses Land wie dieses kommen musst. Als Soldaten beschützen wir unser Volk durch unser Willen zu töten. Und was brauchen wir, um unsere Aufgabe zu erfüllen? Glauben? Waffen, AJ! Waffen! Ohne sie, wie wollen wir durch das Meer der Angst gehen und die Wellen besänftigen? Hilf mir, AJ, und der goldene Pfad wird seine Waffen. Okay. Preiset Gott. Ihm sind endlich die Schuppen von den Augen gefallen. Es gab eine Sendung. Ein paar Hubschrauber über das Gebirge entsandt. Doch er stürzte ab. Du musst diesen Trecker nehmen. Und mir diese Sendung besorgen, bevor die Armee sie bergen kann. Der Herr wird schon für deinen Transport sorgen. Was hältst du davon? Amen. Nun geh! Was ein schräger Typ. Aber ich mag ihn. Du mit deinem Scheiß-Vieh da hinten, ey. Ach so, ich muss zu dem sogar. Arschloch, ey. Das Vieh hab ich fast umgebracht. Das ist blöd, dass man so auf die zugehen muss. Alter, ich hab immer noch Gänsehaut, ey. Ich dachte, das ist ganz friedlich. Also auf einmal gibt's einen Schlag. Longinus, der Tracker von dir zeigt an, dass ich nah dran bin. An was immer ich dir auch holen soll. Das sind gute Nachrichten, AJ. Aber pass auf, wenn du die Absturzstelle erreichst. Die Royal Army hat bestimmt Leute geschickt, um die Ladung des Helis selbst zu bergen. Schalte sie raus, wenn du musst. Wir sind auf 8000 Meter.
Ah! Oh. Ach man, muss jetzt Facebook sein. So. Echt, ey, wer schreibt mich denn jetzt im Facebook an? Muss das denn sein? Was will die denn jetzt? So, da unten ist es. Objekttracker. Der Objekttracker wird im Suchgebiet automatisch ausgerüstet. Je näher du an dein Ziel kommst, desto schneller blinkt das Licht. Das Licht leuchtet permanent und färbt sich grün, wenn der Tracker genau über das Ziel gerichtet ist. Ganz ruhig. Halten die viel aus. So. Was soll das? Wo sind die Waffen? Alter. Gut, dass wir hier oben Sauerstoff haben. Ich meine, auf 8000 Meter ist nicht wirklich viel. Nein. Oh. Komm schon, nicht nachladen. Stirb doch! Der stirbt nicht. Mann! Okay, ich muss mich jetzt erstmal heilen. Moment. Ey,
Hey, hallo, Maus? Hä? Ich kann nicht nach rechts. Jetzt. Alter! Ja, schon wieder die Maus. Was ist denn da los heute? Ich wette, das ist da oben. Ich kenne die Spiele so gut. So, jetzt geht's wohl in die Höhle, wa? Dann mal rin. Entweder fallen hier Steine runter oder ich höre irgendwas knistern. So wie Knochen abknabbern. Nichts, natürlich. Alter, was ist denn mit der Maus los? Hallo? Ja, das war's. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Keine Ahnung, ob ich richtig laufe. Anscheinend. Alter. Und noch einmal. Das war jetzt Glück. Ich habe absolut nicht gewusst, wo ich jetzt lang laufe. Drecksbär. Und die Knarre ist leer. Oh, Sauerstoff. So, da hoch. Alter, das ist gerade so Adrenalin geladen. Ach ja. Komm schon, wo ist es? Oh. Was sind das denn bitte? Was war das denn? Ah, shit. Also irgendwie so links und rechts ab und zu, das funktioniert nicht so ganz. Seht ihr das Ruckeln? So zwei Kätzchen bringen mich um, aber so ein scheiß Bär nicht. Ist ja deprimierend. Okay, die Richtung.
Oh Mann! Drecksvieh. Wo ist der Drecksadler, ey? Der geht mir auf dieses Piepen auf, weißt du? Glaubst du es? Na also. Das muss hier sein, aber wenn keine Waffen drin sind, warum schickt er mich her? Na klar, und jetzt soll ich zu dem Pfosten auch noch zurückkommen. Ich hoffe nicht, dass ich wieder durch die scheiß Bärenhöhle muss. Habe ich hier eine Map? Wo muss ich hin? Kein Zielpunkt. Ich muss bestimmt wieder durch die Bärenhöhle. Ja, natürlich. Das, ja, das ist der richtige Weg. Hier bin ich reingekommen. So, Bär ist abgeschüttelt. Wehe, das hat sich jetzt nicht gelohnt, ey. Dann kriegt der Longinus so eine auf den Sack von mir. Aber das ist schon ganz krass hier oben, ey. Finde ich echt geil. Super inszeniert. Ups. Einfach weiter rennen. Ja, kommt, ihr könnt mich mal. Tschüss. Nicht schießen. Der hat ein RPG gehabt. So, nachladen. Ich hab nicht mehr viel. Hier sind wir wieder. Ich höre einen Hubschrauber. Da ist er ja. Gut, nicht gesehen. Nein. Oh, das war knapp. Du Hurensohn, Alter.
Boah. Eine außerordentlich kleine Kiste, wie bestellt. Ich dachte, es wäre eine Waffenlieferung für den Goldenen Pfad. Deshalb war ich dort. Und so wie den Menschen bestimmt ist, hierein zu sterben, so folgt danach das Gericht. Sie belügen dich, weißt du das? Man nennt es den Kreislauf des Lebens, aber das Leben baut auf Leichen auf. Fressen oder gefressen werden. Bei Tieren heißt es Überleben. Bei Menschen heißt es Business. Oh, sind das etwa... Business, AJ. Ein grausiges Geschäft. Mich rettete eine Kugel in den Kopf. Mein altes Ich starb, das grausame Ich. Du hättest mich einen Warlord genannt. Aber diese Kugel schlug ein Loch in meinen Schädel, durch das Licht Gottes eindringen konnte, und ich wurde getauft mit dem Wasser der Gokafälle. Und diese Diamanten? Levitikus 17,11. Denn das Blut ist es, welches Sühnung erwirkt für die Seele. Das sind Überreste aller meiner früheren Vergehen. Jeder Diamant ist eine Sünde. Und diese Hände sündigten oft. Und die Waffen für den Goldenen Pfad? Sie kriegen sie. Und mehr noch. Sag Amita und Sabal, sie werden ihre Waffen bekommen. Und vielleicht interessiert sie auch, dass Duplo eine große Lieferung Opium vorbereitet bei der Teefabrik. Warte, Opium? Noch so ein grausiges Geschäft, EJ. Nun geh, sag's ihnen. Und wenn du fertig bist, komm zurück, denn das Werk des Herrn ist nie vollbracht. Komischer Typ. Wingsuit. Ah, so, dann mache ich mal folgenden Cut. Schon wieder eine halbe Stunde und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Far Cry 4. Das war sie, die Action im Himalaya, beziehungsweise auf 8000 Metern. Also, mich hat das gewundert. Ich sag mal, wir mussten zwar eine Gasmaske finden, aber hätten wir jetzt keine gefunden, hätte mich jetzt mal interessiert, ob wir irgendwann gestorben wären? Oder nicht? Ich muss mir nochmal die Aufnahme angucken. Vielleicht sieht man da ja was, ob irgendwie der Lebensbalken runtergeht. Aber ansonsten richtig geil inszeniert, vor allen Dingen der Schneesturm. Ist recht geil gemacht. Hat mir gefallen. Awesome.